Wozu nützt ein voller Schreibtisch? Entdecken Sie die Psychologie hinter dem Chaos. So ein Schreibtisch ist ja eine ganz persönliche Angelegenheit. Der eine liebt Struktur, der andere liebt die Vielfalt und die Veränderung. Und wenn wir uns das unterwegs anschauen, kann man das sogar in Fahrzeugen sehen, mit der ambulanten Ablage. Chaos zeigt eigentlich einen chaotischen Arbeitsstil an. Und da müssen wir uns fragen, warum ist denn das Chaos so attraktiv? Das Genie beherrscht das Chaos. Für mich ist es total praktisch. Andere bewundern mich dafür, dass ich auf meinem Schreibtisch mich so zurechtfinde. Und überhaupt, wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum Suchen. Das ist doch super. Keiner geht an meine Sachen. Ohne mich geht gar nichts. Und ich bin völlig unentbehrlich. Ich habe auch noch einen anderen Grund. So ein Schreibtisch, der zeigt, ich habe schon so viel zu tun und das schützt vor weiteren Aufgaben. Da legt mir mein Chef doch nicht noch was hin. Wenn es so viele gute Gründe gibt, warum dieses Chaos so attraktiv ist, könnte man es dann nicht einfach so lassen? Die Frage ist doch, ist ein chaotischer Arbeitsstil wirklich so attraktiv? Schauen wir es uns mal an. Das Genie beherrscht das Chaos. So ein Quatsch. Eigentlich ist doch die Frage, wofür will ich bewundert werden? Wirklich für mein Chaos? Genauso bei diesem Punkt. Diese Sache mit der Ordnung, die hat nämlich ganz gravierende Nebenwirkungen, wenn andere sich ohne mich gar nicht zurechtfinden. Wer braucht wirklich Zugriff auf meine Dokumente und wie viel Transparenz ist denn erforderlich? Genauso bei diesem Punkt. Ich habe schon so viel zu tun. Das ist doch peinlich, wenn man sich durch dieses Chaos vor Arbeit schützt. Eigentlich ist die Frage, wie verteilen wir die Aufgaben im Team? Wenn wir uns also einige Fragen beantworten, dann können wir sagen, ist doch viel schöner, wenn wir bewundert werden für die eigene Fachkompetenz. Oder wenn wir den Zugriff auf Dokumente regeln. Wenn wir transparente Abläufe und eine systematische Ablage einrichten. Und schließlich, wenn wir die Aufgaben gerecht verteilen. Dann ist dieses Chaos wirklich nicht mehr so attraktiv, sondern eigentlich ist der chaotische Arbeitsstil eine Ausrede. Was sollten Sie also tun, wenn Sie das Chaos beseitigen wollen? Erstens, Absprachen treffen im Team. Das ist die Klärung der Frage, wer ist denn wofür verantwortlich? Ein Organigramm einrichten, Aufgaben klar beschreiben. Den Schreibtisch natürlich aufräumen, damit er am Ende so oder so ähnlich aussieht. Okay, die Kabel, die könnte man noch besser aufräumen. Ja, und schließlich eine systematische Ablage einrichten und diese konsequent benutzen. Das kann Papiere betreffen, angefangen beim Posteingang, über klassische Ordner, Hängeregister und so weiter, bis zu einer Wiedervorlage und natürlich auch auf elektronischem Wege mit einer guten Dateiablage und einer guten Ablage bei den Mails.